Herzlich willkommen, meine Lieben. Heute das Thema ist Erwachsenwerden. Und wie ihr gerade seht, ist hier mein kleiner Sohnemann. Und ich dachte mir, ey, was könnte passender sein, als zum Beispiel ein Baby jetzt einfach mal mit hier reinzunehmen? Das ist der kleine Max. Und für mich hat so in den letzten 5, 6 Wochen das Erwachsenwerden so richtig begonnen. Ich bin jetzt 27 Jahre alt und. Darf ich mal kurz, Lütter? Bin verheiratet, hab ein Kind. Ja, und dieses Erwachsenwerden, das war immer etwas, davon wollte ich nichts wissen. Ja, Erwachsenwerden ist total scheiße, habe ich mal gedacht. Und irgendwie habe ich auch immer gedacht, man wird sowieso als Mann nicht älter als 16. Ja? Und du bist ganz schön schwer, du kleiner Brocken. Man wird eh nicht älter als 16 als Mann. Und ich habe immer gedacht, ich bin voll am Puls der Zeit. Ja, ich weiß, worauf die Jugend steht, YOLO und so ein Scheiß. Ne? Na, machen wir Mund auf hier. Und ganz ehrlich, wenn ich so ein Wort in den Mund nehme wie YOLO, dann komme ich mir total bescheuert vor. Wie wahrscheinlich eine 70-jährige Oma, die geil sagt, ja. Ich versuche, oder ich denke, ich bin ein sehr medieninteressierter Typ. Ich zocke für mein Leben gerne. Ich surfe viel im Netz. Ja, der hat Hunger. Ich surfe viel im Netz und ich denke schon, dass ich irgendwie noch an der Jugendkultur dran bin. Aber ich merke, dass sie mir so langsam entgleitet. Ja, zwischen den Fingern zerrinnt. Dass ich dieses ganze Jugendthema gar nicht mehr so greifen kann, wie ich eigentlich gedacht habe. Ja? Ich kann den Hype um einen Justin Bieber nicht nachvollziehen oder um eine, wie heißt es, Selena Gomez oder so ein Scheiß. Oder auch um eine Lady Gaga nicht. Meine Helden sind die Leute aus meiner Jugend. Ja? Das ist von mir aus ein Roxette, das sind die Ärzte, das ist Samy Deluxe, Torch. Sowas, ja. Ich komme mir total alt vor, wenn ich mir etwas reinziehe, wie zum Beispiel Samy Deluxe von damals, hier so Weck mich auf oder so ein Song. Ja, das war so das, was ich in meiner Jugend gehört habe oder das Album von Torch, Blauer Samt. Und all so ein Kram. Und ich komme mir echt langsam alt vor. Das, was ich bei meinen Eltern früher immer verflucht habe, dass ich im Auto saß und dann lief da so alte Mucke. Was weiß ich, was haben wir denn immer gehört? Ich glaube, Radioantenne Niedersachsen, ja? Und Radioantenne Niedersachsen, da liefen dann Songs von ABBA und Bonnie Tyler und so ein Kram. Und ich dachte, boah, sind meine Eltern oldschool, geht ja gar nicht. Ich habe mir dann den Radiosender Enjoy reingezogen, weil da liefen ja die aktuellen Charts. Ja, ich weiß nicht, aus welchem Bundesland ihr kommt, welcher Radiosender das bei euch ist, aber ich würde mal sagen, das geht so in die Richtung Sputnik 1 Live etc. Das ist Enjoy. Oder UFM und keine Ahnung. Und naja, also, ne, ich dachte so, man muss cool sein, man muss so mit der Zeit gehen und ich werde nicht älter, ja, sowas habe ich gedacht. Und scheiße, ey, wenn ich heute das Radio anmache, dann kriege ich schon manchmal einen Rappler, wenn ich die neuesten Songs aus den Charts höre, ja. Ich kriege einen Rappler, wenn ich das Fernsehen anmache und sehe da so eine Scheiße wie Berlin Tag und Nacht oder Mitten im Leben. Und ich weiß, dass viele, viele Jugendliche da voll drauf abfahren auf dieses Doku Pseudo-Reality-TV, ja. Ich weiß, das hat auch noch ein Scripted Reality, heißt, glaube ich, die Scheiße. Ja, wo Leuten vorgemacht wird, das wäre die Realität. Aber ganz am Ende steht, von wem das Drehbuch ist und all so ein Kram. Und mal ganz ehrlich, Leute, ey, irgendwie komme ich nicht mehr mit, ja. Ich dachte, ich wäre cool, weil ich mit 19 oder 20 noch voll auf SpongeBob stand, ja. Habe ich mir gern reingezogen. Ich habe gedacht, ich bin cool, weil ich voll auf South Park abfahre. Aber South Park ist gar nicht mehr hart genug für die Jugend, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, und ich dachte, ich wäre cool, ja, weil ich mit 24 oder 25 war, da habe ich ein Kinderheim besucht und war da. Und dann haben die ganze Zeit von Kumpelblase gesprochen. Und die Betreuer dort konnten damit nichts anfangen. Und ich habe gesagt, Kumpelblase ist so ein Begriff aus SpongeBob, ja. Und ich konnte denen helfen und ich dachte, yeah, ich bin noch voll am Puls der Zeit. Aber Gott, wann war denn das? Da habe ich vor ein paar Tagen einfach mal Kika angemacht und da reingeguckt, was so heutzutage sich die Jugend und die Kinder reinpfeifen. Und ich komme darauf nicht klar. Ohne Flachs, ich komme darauf nicht klar, was sich die Jugend reinpfeift. Ja, ich fand's schon schlimm. Also mit Pokémon hatte ich schon meine Probleme, ja, da war ich schon fast zu alt für. Und ich hatte auch meine Probleme mit Beyblade und Digimon und so ein Scheiß. Ja, für mich sind meine Helden immer noch Marshall Bravestar und die Ninja Turtles. Obwohl, da gibt es eine neue Serie, die ist cool. Da habe ich wirklich mal wieder sonntagmorgens vorm Fernseher gesessen und habe die Turtles geguckt. Also so geht's auch. Tja.
Und jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt 27 und oh mein Gott, ich bin voll oldschool. Ich habe einen Job, ich habe ein Kind, ich habe eine Frau. Ja, ich bin total oldschool. Ja, ein Job und Kind passt ja auch heutzutage irgendwie gar nicht. Entweder gehst du harzen und hast ein Kind, aber Job und Kind geht ja gar nicht. Ja, das ist ja... Tja, und halt über dieses ominöse Erwachsenwerden. Ich glaube schon, dass ich immer noch irgendwo ein durchgeknalltes Kind bin, ja, weil Männer haben das halt. Männer bleiben immer irgendwo Kinder. Aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo du selber morgens mal aufwachst und du guckst so in den Spiegel und sagst so, Scheiße bin ich alt geworden, ja. Und dann fällt das Scheiße irgendwann weg. Weil du sagst einfach, oh, bin reif geworden, ja. Und dann guckst du in den Spiegel und du denkst gar nichts mehr, sondern du bist ein erwachsener Mensch und es schockiert dich nicht mehr, dass du erwachsen bist, dass du Steuern zahlst, dass du GEZ zahlst, dass du, ja, dass du dir Sorgen darum machst, dass dein Auto noch hält, ja, und Angst hast vor der nächsten Werkstattrechnung oder Angst hast vor der Nachzahlung, wenn wir so einen geilen Winter haben. Ja, du machst dir auf einmal um sowas Gedanken. Als du Kind warst, jetzt gerade fangen die Osterferien an oder sind vielleicht bei euch schon, oder ich glaube, hier in Niedersachsen sind sie auch schon seit einer Woche. Ja, da denkst du an so eine Sache gar nicht. Ach Mensch, Schlitter, jetzt habe ich dir gar nicht mit hier ins Büro. Lass mal kurz los. Ein Tuch mit reingenommen. Ja, oder sowas. Pff, zieht man einfach mal über den Bauch, ist ja nicht schlimm. Hier, willst du noch einen Schluck? Wie sieht's aus? Hast du noch Hunger? Ja, hat er noch. Ja, du machst dir als Kind gar nicht diese Gedanken. Oh, ich muss mal ganz kurz gucken, wie lange ich schon aufnehme. Das muss ich mal nebenbei sehen. Ach, alles gut. Du machst dir als Kind gar nicht diese Gedanken, müssen Mama und Papa das und das bezahlen, ja? Oder was ist eine Einkommenssteuer, was ist eine Solidaritätssteuer, was ist Kirchensteuer, all so ein Kram. Ja, da machst du dir keine Gedanken drum, ne? Und auf einmal kommt dieser Zeitpunkt und es ist für dich normal, dass du diese Scheiße bezahlst. Ja, du meckerst über Spritpreise und gehst trotzdem tanken, weil du bist ja darauf angewiesen. Du musst bei dir vor der Haustür die Straße kehren, ja? Du musst Rasen mähen, du musst dies, du musst das, du musst jenes. Und irgendwann ist es normal, ja? Es ist normal. Irgendwann ist es auch normal, nicht mehr zu wissen, wann Schulferien sind als Erwachsener, ja? Und dann hörst du das und denkst so, ach ja, meine Schulferien, ey, 6 Wochen im Sommer, alte Scheiße. Ich habe 30 Tage im Jahr, glaube ich, oder 28 Tage im Jahr Urlaub. Und dann sagen die Kids, ey, cool, du kannst Urlaub nehmen, wenn du willst. Nein, das kann man auch nicht, Leute. Das ist nämlich nicht so ein Wunschkonzert. Man muss sich mit Kollegen absprechen. Ja, man muss gucken, so, dass auch genug noch im Betrieb sind. Je nachdem, wie groß der Betrieb ist. Ich denke, bei einem Volkswagen-Unternehmen oder so ist das scheißegal, wann wer wie Urlaub nimmt. Jedenfalls denke ich das, ich weiß es nicht. Ich bin nicht in der Industrie. Aber in meinem Job, da muss ich auf jeden Fall mich mit meinen Kollegen absprechen. Und wenn da schon mehr als 2 oder 3 gleichzeitig Urlaub nehmen, dann wird's eng. Ja, an sowas muss man denken. Verantwortung. Ja, Verantwortung ist ein ganz, ganz großes Ding. Ja, man hat auf einmal Verantwortung. Verantwortung für so ein Würmchen. Man macht nicht mehr irgendwie so einen Scheiß. Verdammt, ey, jetzt wo der Lütte da ist, da gibt's... Hast du keinen Hunger mehr? Jetzt wo der Lütte da ist, da gibt's Tage, da fallen mir um 11 Uhr abends die Augen zu und ich denke mir so, ey, scheiße, ich kann nicht mehr. Ja, habe ich früher nie dran gedacht. Als ich zur Schule ging, habe ich bis mindestens nachts um 2, halb 3 habe ich gezockt, ne? Und war mir egal, wie müde ich in der Schule war. Wen hat Schule interessiert? Heutzutage sieht das auch jeder anders. Und du kannst, man kann total unterstützend sagen, hier dieses, du lernst für dich und nicht für die Lehrer und so. Das kann ich heutzutage, kann ich das super nachvollziehen. Und wenn eure Eltern sagen, ey, ne, du machst das für dich, Leute, dann glaubt denen. Es ist, lasst euch das sagen von jemandem, der das Erwachsenwerden gerade so... Ja, jetzt so hinter sich bringt und ihm bewusst wird, dass er total erwachsen ist. Ah, hast keinen Bock mehr, ne? Oh, nicht spucken. Bäh, ist ja eklig. Ah, komm mal her. Kleines Moppelchen. Ja, sowas, ne? Man macht sich... Jetzt spuck mir nicht an, Junge. Man macht sich Gedanken um den... Um so ein kleines Würmchen, ja? Der ist erkältet, ja? Ich bin ins Krankenhaus gefahren, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Früher habe ich mir Sorgen gemacht, dass ich irgendwie zu viel Hausarbeit machen muss und zu wenig Zeit für meine Freunde habe. Oh, Junge, bleib mal locker. Oh, der röchelt, der klingt wie eine Kaffeemaschine. Oder auch Kaffee, ja? Ich habe Kaffee gehasst.
als ich so 17, 18 wurde, ja, da habe ich mir das reingezimmert, um wach zu werden, oder? Keine Ahnung, Mann. Was gehört noch mit zum Erwachsenwerden? Oh, ein sehr schöner Spruch, den ich mal gehört habe, ist: Du weißt erst dann, dass du erwachsen geworden bist, wenn die Monster unter deinem Bett in deinem Briefkasten verschwunden sind. Das ist ein Satz, den ich sehr, sehr gut finde, weil manchmal sind die Monster im Briefkasten. Ja, da ist irgendeine Rechnung, die man vielleicht übersehen hat, oder man wurde geblitzt und hat es nicht mitgekriegt. Und dann kriegst du dieses Monster, ja, dann packst du dieses Monster aus und das sind auch Monster, wenn Gott sei Dank ist es bei mir nicht so, aber ich weiß es von Freunden, dass das diese Monster einen auch nicht schlafen lassen, ne? Finanzielle Sorgen, Existenzängste. Sowas kennt man nicht wirklich in der siebten oder achten Klasse, ja? Da bist du froh, wenn du deine... Oh, Junge, du hängst mir gerade ein bisschen in den Seilen. Hier, damit ihr ihn auch mal seht. Da bist du froh, wenn du morgens noch genug Zeit hast, um von deinem Klassenkameraden irgendwie die Hausaufgaben abzuschreiben. Ja, weil du wieder den Tag zuvor keinen Bock hattest. Du Zeitungen austragen gehst, um dir die neue PlayStation zu kaufen oder so. Und dann kommt dieser Punkt. Oh, auch ein richtig geiler Punkt ist zum Beispiel, wenn du erwachsen bist und verdienst gut Geld und so. Und du kommst an diesen Punkt, wo du sagst, ey, eine neue Konsole ist draußen. Ich könnte sie mir jetzt ohne weiteres kaufen. Aber du sagst, warten wir trotzdem mal den Monat ab. Mal gucken, ob nicht noch irgendwas kommt. So, eine Hiobsbotschaft, keine Ahnung. Kairim im Arsch. Wie gesagt, eine Nachzahlung von den Nebenkosten. Oder halt, ne, wartest du mal den Monat ab. So hat man noch früher nicht gedacht. Ja, früher war das Leben echt einfach. Ey, und du hast auch nicht über Konsequenzen nachgedacht. Ich liebe es, vom 5-Meter-Turm zu springen, ja, oder vom 7,5er. Und mach da sogar auch meine Körper runter oder auch Saltos. Da habe ich gar keine Probleme mit gehabt, wohl bemerkt. Irgendwann habe ich mit 18 eine Höhenangst entwickelt. Ich wollte früher Dachdecker werden. Auf einmal habe ich eine Höhenangst gekriegt, ja. Man geht zum Arzt, ja, und ich bin jetzt nun mal nicht der schlankste Kerl. Und auf einmal erzählt er dir irgendwas von Cholesterinwerten. Und du denkst so, Cholesterinwerte? Was willst du denn? Ja, so ein Kram. Also, erwachsen werden bedeutet unter anderem auch, mehr Ängste zu bekommen. Ja? Und irgendwann macht man sich halt nicht nur noch Angst, also man hat nicht nur Angst um sich. Nein, man hat auch Angst um seine Familie. Man hat Angst um Freunde. Es sterben Freunde, ja. Man ist 27 und es sterben Freunde. Da hat man auch nie drüber nachgedacht, ne? Ich habe als junger Mensch, sehr junger Mensch, da war ich in der Grundschule, da habe ich einen Freund verloren an Leukämie. Der ist auch an Weihnachten gestorben, das war zusätzlich scheiße. Und, ey, wenn sowas heute passieren würde, ne? Also, als Kind gehst du dann nochmal ein bisschen anders mit um. Du sagst so, er ist nicht mehr da, ist scheiße, bla. Jetzt als Erwachsener, ey, Krebs ist scheiße, ne? Du machst dir Sorgen um Krebs und solche Sachen. Und während du zum Beispiel deine Eltern, oder viele halt ihre Eltern, auch uncool finden, ja, im Kindesalter, ne, Mutter, Vater, das kannst du nicht bringen. Ich wette, er wird mich auch dafür hassen, dass er jetzt hier vor der Kamera abhängt. Und im Erwachsenenalter ist man froh, dass man diese Menschen hat. Ne, ich bin froh, dass ich meine Mutter habe. Dass meine Mutter mir jetzt sagen kann, was sie vielleicht auch bei mir verbockt hat, was ich bei dem hier besser machen kann. Ja, man kann auf das Wissen der alten Menschen zurückgreifen. Fuck, was waren früher Rentner für uns, ja? Wir sind hier durch unser Kaff gelaufen und haben uns lustig gemacht über irgendwelche Opas, die komisch gelaufen sind. Pff, würde mir heute nicht einfallen. Um Gottes Willen, ich werde auch nicht jünger. Ja? Ich habe auch meine Wehwehchen, ich habe meine Leiden. Alles ist nicht mehr so einfach. Und ja, Ängste, ne? Wovon ich schon geredet habe. Früher haben wir einen Einkaufswagen beim Aldi oder Rewe geklaut, haben uns den hinten am Roller festgemacht und sind samstags oder sonntags über einen Aldi-Parkplatz geschliert, ne? Und umso schneller und umso krasser wir in die Kurve gegangen sind und dieser Einkaufswagen umgeflogen ist, naja, war die Jackass-Zeit. Da hat man so einen Scheiß gemacht. Tja, worauf ich hinaus will, ist, jeder von euch wird erwachsen. Könnt ihr gar nichts gegen machen. Und wenn ihr an diesen Punkt gekommen seid, dann denkt vielleicht mal an mich. Vielleicht lächelt ihr jetzt dieses Video und sagt, red nicht so eine Scheiße. Ich kann euch sagen, erwachsen werden ist gar nicht so schwierig und es ist auch gar nicht so uncool. In diesem Sinne,
Haut rein und bis dann. Ciao, ciao.